Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lisa vom Kanal Knotted Fox und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte heute mit euch über meine Erfahrung mit der Therapie reden. Ich bin einfach zu sauer dafür. Ich bin gerade einfach total frustriert. Okay, Planänderung. Wir machen was anderes. Ich habe versucht, das hier gerade schon zum zweiten oder dritten Mal aufzunehmen. Aber in meiner Wohnung ist es einfach total laut. Und eigentlich ist es natürlich auch okay so. Ich habe Mitbewohner, die leben in dieser Wohnung, die zahlen Miete für diese Wohnung. Und die haben natürlich auch das Recht, hier zu leben, rumzulaufen, zu duschen und zu husten. Ich bin trotzdem sauer, weil mich das nervt. Weil ich ein YouTube-Video drehen will und ich das nicht machen kann, wenn ich das machen will. Oh, und es ist so eine Sache, darüber müsste ich eigentlich nicht genervt sein. Wisst ihr? Ich könnte auch genauso gut einfach drauf scheißen. Mir könnte das genauso gut egal sein. Ich könnte entweder sagen so, jo, dann drehe ich jetzt einfach kein Video. Oder, ja, egal, ob ihr jetzt irgendwie so einen widerlichen Huster hört oder so ein Würgedöns, das könnte mir egal sein. Und höchstwahrscheinlich hört ihr das auch nicht. Ich glaube, also, was wahrscheinlich ein bisschen schlimmer ist, also, ich habe Angst, dass ihr das hört und vor allem bringt mich das auch so ein bisschen raus. Ich bin irgendwie nicht so super natürlich in diesem Laberrhythmus drin. Oder jetzt gerade bei dem Video jedenfalls nicht. Dann muss ich mir überlegen, was ich euch erzähle und so. Damit es halt nicht zu lang wird und nicht zu uninteressant oder so. Und keine Ahnung, das hat mich irgendwie, bringt mich irgendwie raus. Und es ist jetzt auch nicht Rumgemecker über meine Mitbewohner oder so. Es ist einfach nur Rumgemecker über mich selber. weil man kann sich ja auch ab... Man kann ja an sich arbeiten und das irgendwie nicht mehr nervig finden. Aber für mich ist das schon, seit ich hier wohne und seit ich wieder angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, ist das einfach so eine Sache, dass ich am liebsten alleine zu Hause bin, um diese Videos zu drehen. Und das hat man halt einfach selten in der WG. Und gerade wenn man krank ist oder wenn gerade jemand irgendwas machen will, dann... Ja, es ist halt einfach nicht so geil. Vor allem, man hört halt echt viel so durch die Türen durch. Und es ist einfach so eine Situation, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, ob ich das ändern will. Also ob ich halt ausziehen will und mir eine eigene Wohnung suchen soll. Weil ich bin halt auch eigentlich so ein Mensch, der sehr gerne alleine ist und gerne Zeit mit sich selber verbringt sozusagen. Und gerne entscheidet, wann er Zeit mit anderen Leuten verbringt und wann er sich selber sozusagen der Gesellschaft von anderen Leuten aussetzt. Und ja, genau. Allerdings kommt halt auch der Fakt dazu, dass es in Berlin halt wenige Wohnungen gibt, die relativ günstig sind und ja, genau. Und diese Wohnung hier ist sehr, sehr günstig. Und dann kommen halt viele Faktoren mit ins Spiel. Meine Zukunft, also wie ich mir meine Zukunft plane und dass ich eigentlich Geld sparen will, sozusagen für eine Reise oder so. Und genau, deswegen bin ich halt hier noch nie ausgezogen und das ist natürlich auch ein Aufwand. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht die perfekte Wohnung gefunden. Ja, genau. Was fühlt sich eigentlich ganz gut an, das mal auszusprechen? Weil ich weiß nicht, also ich habe da voll das Problem mit diesem, ich muss alleine sein. Ich habe vor allem auch Angst, dass die meine Mitbewohner hören, was ich rede und es mir irgendwie so ein bisschen peinlich. Na klar, ich stelle das YouTube-Video irgendwie hoch und es ist öffentlich und jeder kann das anschauen. Aber das ist halt irgendwie nochmal was anderes, noch eine andere Ebene, weil dann habe ich auch das Gefühl, ja ey, vielleicht werde ich ja von denen noch verurteilt oder so, dass ich jetzt ein Video über diese Sache mache oder dass ich jetzt gerade das erzähle. Und ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig und es spielt alles so ein bisschen damit rein. Es fühlt sich gut an, euch das zu erzählen und
mit euch ehrlich zu sein und jetzt nicht dieses andere Video zu drehen, ehrlich gesagt. Ja, genau. Danke, dass ihr mir darüber zuhört. ja, es fühlt sich halt manchmal einfach so an, als würde ich mir halt, ich kann mir halt aussuchen, in welcher Umgebung ich mich wohlfühle, sozusagen. Aber ich muss mir die Nase putzen. Genau. Also, je nachdem, wie der geistige Zustand ist, denke ich jedenfalls, kann man halt relativ gut beeinflussen, wie man sich in dem Moment fühlt, wie man die Situation aufnimmt und so. Und das ist einfach eine Sache, dieses Genervtsein, das habe ich öfter, also nicht nur in dem Zusammenhang, sondern einfach mit verschiedenen Sachen, die mich einfach in dem Moment nerven, stressen und so. Und ja, das ist einfach eine Sache, an der ich selber arbeiten muss. Genau. Ja. Und ich habe halt auch das Gefühl, immer wenn irgendwelche Geräusche im Hintergrund sind oder so, wenn ich irgendwen rumlaufen höre oder so, dass ich halt irgendwie, ja, einfach dann so raus bin, dass ich dann halt nicht mehr in diesem normalen Fluss bin, so wie jetzt gerade habe ich jemanden gehört und bin so, ja, was macht er jetzt oder hört er mich jetzt und genau, und das ist halt so eine Sache. Und ja, es hat sich eigentlich gerade so ein bisschen abgekühlt, jetzt werde ich wieder so ein bisschen genervter. Und ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt in diesem Video. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ihr hasst mich jetzt nicht, weil ich so komisch bin. Und ja, ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Liebe und Durchhaltevermögen und innere Balance, dass ihr sozusagen euren Ärger oder was irgendwie umwandeln könnt in Energie oder sowas. Genau. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bis bald. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren und das Video liken. Tschüss!